Meine Damen und Herren, liebe Kinder, liebe FCA-Fans, ich begrüße euch heute zur Premierenfolge von Chut of Alt, richtig oder falsch. Meine zwei Kandidaten heute sind die Nummer 6, Jeffrey Howellow, und die Nummer 32, Raffi Framberger. Ich erkläre kurz die Regeln. Ich lese 10 Fragen vor. Die rote Schlägerseite heißt falsch, die schwarze Schlägerseite heißt richtig. Ich würde sagen, wir beginnen gleich mal. Frage Nummer 1. Jeff hat genau 3-mal so viele gelbe Karten beim FC Augsburg gesammelt wie Frammi. Boah. Richtig wahrscheinlich. Frammi hat den ersten Punkt. 14 gelbe Karten für Jeff. Frammi hat nur 5 gelbe Karten. Muss, glaube ich, in meiner Recherche irgendwas falsch gelaufen sein. So, zweite Frage. Der erste Mensch, dem es gelang, an seinem eigenen Ellbogen zu lecken, war Peter Johnson im Jahr 1907. Gute Frage. Sein Ellbogen geleckt. Das erste Mal war 1907. Na, das ist zu früh. Beide richtig. Falsch, niemand kann seinen Ellbogen lecken, außer einer von euch beiden. Probiert. Ja. Schade. Dritte Frage. Bei der WM 2006. Das war die einzige WM, bei der es keinen Hattrick gab. Ja, richtig, gab keinen Hattrick. Auch keinen von Prinz Poldi. Bin ja in meinem Zimmer gewesen, habe mir viele Fragen überlegt. Unter anderem, Jeff wurde in derselben Stadt geboren wie Raphael van der Vaart. Beide richtig. Wie spricht man die aus? Heemskerk? Heemskerk. Heemskerk. Genau. Heemskerk. Gut auf Alt. Gut. Gut von Gregory. Fünfte Frage. Bisschen was aus der großen, weiten Welt. Aus nur 2 Teams besteht die kleinste Liga der Welt auf den britischen Scilly Islands vor der Südwestspitze Englands. Immer sonntags um 22:30 auf dem immer gleichen Platz spielen die beiden Teams gegeneinander. Was ist das? Eine Liga, 2 Teams. Beide sagen richtig und beide sind wieder richtig. 5-4 für Frammi. So, kurze Erklärung. Die beiden Teams sind die Garrison Gunners und die Woolpack Wanderers. Momentaner Tabellenführer sind Woolpack Wanderers. Gut zu wissen. Ne? So, Frage Nummer 6. Bei Frambos Bundesliga-Debüt stand Jeff ebenfalls in der Startelf. Wieder richtig. Beim Auswärtsspiel gegen Wolfsburg am 28.01.2017 standen beide in der Startformation. Ja, das kann ich nicht vergessen, Frammi, oder? Frage Nummer 7. Frambo hat genau 1000 Bundesliga-Minuten gespielt. Wieder beide richtig. Wahnsinn, Frammi 7-6. Das sind 1295. Seit 1994-95 gab es in jeder Bundesliga-Saison mindestens einen Trainer aus den Niederlanden. Seit wann, sagst du? 1994. So, und jetzt, liebe Fans, meine Recherchen, meine beiden, könnt ihr euch mal gegenseitig filmen kurz, haben gesagt, falsch, 2017-18 gab es keinen Bundesliga-Trainer. Aber wie wir alle wissen, gab es 2017-2018 bei Borussia Dortmund den niederländischen Trainer Peter Bosch. Also beide falsch, kein Punkt für beide, Punkt für mich. Ich als Niederländer. So, 9. Frage. Oh, jetzt wird's. Der DFB-Pokal hat ein Fassungsvermögen von 7 Litern. 7 Liter Champagner passen da rein. Ein was? Nochmal. Weißt du, der Pokal, ja. Da passen 7 Ach Liter so. Champagner rein. Oder Bier oder Wasser. Oder Schokostreusel auf Butterbrot. Ich hoffe, da passen mehr rein. Also. Mehr? Ja, wieder beide richtig. Sind 8 Liter. Nicht schlecht. So, jetzt 10. Frage, letzte Frage. Jeff muss gewinnen. Frage muss falsch sein. Die Niederlande halten den Rekord, 3-mal in einem WM-Finale gestanden zu sein und jedes Mal verloren zu haben.
Vor allem, ich mag die Holländer nicht, die Niederländer. Jeff denkt auch falsch. Und damit haben wir einen Gewinner, Raffi Framberger. Die Niederlande sind dreimal im WM-Finale gewesen und haben dreimal verloren. Scheiße. Diese Frage über Niederlande weiß ich nicht, ey. Das, ja, das war schon Strafe, war schon Strafe genug jetzt. Ja, meine deswegen spiele ich nicht Nationalmannschaft, denke ich. Das stimmt, ja. Du beschäftigst dich nicht mit deinem Land. Aber vielleicht gewinnen sie dann Finale mit Chef. Mit Chef gewinnen sie das Finale. Das ist es nämlich, wenn sie sich qualifizieren. Haben sie nämlich die letzten Großturniere weniger oft qualifiziert als die Österreicher. Ja, wir haben einen Gewinner. Frambo, Glückwunsch. Glückwunsch. Hast heute Nachmittag und morgen frei. Glückwunsch. Genau. Kannst ausschlafen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wünsche euch weitere schöne Tage im verschneiten Augsburg und wir trainieren ordentlich, dass wir in der Rückrunde punkten. Ciao.